Mein Name ist Aldo Di Pantaloni. Ich bin ein 26-jähriger Künstler aus Amsterdam und lebe jetzt in Berlin. Ich versuche immer mal, meine Wohnorte zu wechseln, da man ansonsten in einer Art Subkultur hängen bleibt. You get stuck in a kind of like subculture all the time. Natürlich gibt es oft Situationen, in denen man kein Geld hat, keinen Raum zum Malen. Oder man hat einen Raum zum Malen, aber keine Farbe. Aber dann ist da dieses Tier im Menschen. Man findet immer irgendwie eine Lösung. Es gibt eine Menge Leute, die mir helfen. Ich mache Projekte mit Fotografen, Filmemachern oder anderen Künstlern. Und es gibt ein Restaurant hier in Berlin, in dem ich meine Arbeiten ausstelle. Da gibt es eine Wand, an der ich monatlich ein Bild präsentieren kann. Die Leute sehen das. Und wenn sie es mögen, gehen sie zum Besitzer und fragen, hey, was ist das? Da hängt immer was anderes. Und dann erklärt er es und ja, ich verkaufe hier eine Menge. Natürlich ist es nicht immer so, dass ich ein fertiges Bild habe. Also hänge ich manchmal auch eins dorthin, das noch nicht fertig ist. Aber naja, man bekommt halt schon mal einen Vorgeschmack. Und wenn die Leute öfter kommen, dann können sie den Entwicklungsvorgang eines Bildes mitverfolgen. Und das gefällt ihnen. Aldo habe ich kennengelernt durch einen Gast von uns und guten Freund. Daraufhin habe mich auf die Internetseite von Aldo begeben und habe mir die Werke angeguckt und sind mir gleich ins Auge gefallen und dachte mir, das ist genau das Richtige. Wenn ich dort mal nichts verkaufe, was fast nie passiert, und das Bild fertig ist, dann rufe ich Franz an. Ja, dann nagelneues Büro. Dann sage ich, okay, ich bringe das Bild zu dir ins Büro und wir hängen es dort auf. Vielleicht wird es dadurch verkauft. Man kann ja nie wissen. Erstmal unterstütze ich Aldo sehr, sehr, sehr gerne, weil er so schön objektiv, naiv, ehrlich, direkt und offen ist, so wie er malt. Und das sehe ich zurück in alles, was er macht. Und ich finde das eine ganz gute Einstellung heutzutage. Er ist einfach Aldo und malt wie Aldo. Das ist nicht die romantische Vorstellung vom Künstler-Dasein. Das ist nur ein normaler Job. Ich probiere so wenig wie möglich nachzudenken, wenn ich arbeite. Ich versuche es nicht, ich mache es einfach. Es ist wie einfach abzuschalten und einfach nur voranzukommen.